Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich glänze ja total. ja, heute ist Freitag, Black Friday. Dazu werde ich nachher gleich mal noch was sagen. Heute ist irgendwie so ein bisschen durcheinander bei uns. Ich weiß noch gar nicht, was bei uns heute so ansteht. Meine Mama kommt jetzt gleich zum Kaffee trinken. Wir wollen zusammen Kaffee trinken und sie will mit Stella dann spazieren gehen. Stella hört hier gerade Bobo extrem laut. Stella liebt übrigens Bobo, das ist der hier. Falls ihr den kennt, den es jetzt wieder nicht scharf stellt. Muss ich den mal hier draufstellen? Lecker. Geht nicht. Egal. Aber den liebt Stella auf jeden Fall. Aber die bekommt ja jetzt auch bald noch eine Pepperwutz für die Tonybox. Jetzt war die Kamera schon wieder unscharf. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, auf jeden Fall weiß ich noch gar nicht genau, was ich jetzt nachher mache, wenn die Stella nicht da ist. Eigentlich wollte ich anfangen zu backen. Ich habe übrigens ein bisschen geschmückt. Hier hängt schon unser Adventskalender. Da steht schon ein Weihnachtsbaum und ein Schneemann. Und hier vorne habe ich auch schon ein bisschen was. Da habe ich so ein... Na, wo ist mein Finger? Da habe ich so ein Stella, jetzt nicht. Und da habe ich so ein... Na, wo ist denn mein Finger? Da, so einen Baum hingestellt. Hört ihr, was Stella möchte? Was ist denn mit der Kamera? Hat irgendjemand Ahnung von euch mit solchen Kameras? Warum ist das so? Ach, die Stella und die Eis. Ich habe sie heute schon so oft vertröstet. Jetzt hat sie ja wenigstens was gegessen. Vorhin wollte sie nämlich wieder nichts essen, sondern nur Eis. Und da habe ich gesagt, nein, später. Und das hat sie nicht vergessen. Jetzt steht sie schon wieder hier unten und wartet auf ihr Eis. Aber nur ein kleines Eis. Ne? Die Oma kommt jetzt gleich und dann wollen wir Kaffee trinken. Furchtbar. Ist das bei euch auch mal so ein Drama mit dem Eisessen? Ich könnte wirklich wahnsinnig werden. Ich muss euch ehrlich sagen, dass mich das Eis total aufregt nur noch. ich werde auch bald einfach keins mehr kaufen, dann ist nämlich keins mehr da. So, jetzt setze ich mich hier kurz hin. Mal sehen. Wie gesagt, jetzt kommt meine Mutti und dann gucke ich mal, was ich in der Zeit mache. Eigentlich wollte ich backen, aber ich habe noch keine Backzutaten eingekauft. Habe allerdings vorhin gerade schon angefangen, habe mir alles aufgeschrieben, was ich alles brauche. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich mache mir mal einen Zettel, nehme meine Rezepte her. Ich backe auch jedes Jahr das Gleiche und schreibe mir alles auf, was ich wie oft backen will und schreibe mir alles auf. Und ja, jetzt habe ich schon alles bei Rewe in den Warenkorb geschmissen. Jetzt muss ich quasi nur noch meinen Mann motivieren, mir das morgen abzuholen. Weil für morgen sind noch ein paar Termine frei. Sonntag ist ja schon der erste Advent. Ich denke, dass ich dann vielleicht am Sonntag ein bisschen backen werde. Mal gucken. Früher habe ich es immer so gemacht, habe ich früh bei Zeiten angefangen. Also als ich noch kein Kind hatte, muss ich dazu sagen. Mit Stella ist das ja ein bisschen schwieriger. Aber früher habe ich es immer so gemacht. Da habe ich mir auch tatsächlich früh einen Wecker gestellt. Habe früh um 8 oder so, um 7, um 8 angefangen zu backen. Und habe bis, keine Ahnung, nachts 2, 3, 4, 5 Uhr, je nachdem wie lange ich gebraucht habe, gebacken. Bis ich alles fertig gebacken hatte und dann habe ich immer dann nicht mehr gebacken Weihnachten. Also das hat dann auch immer gereicht für, ja. Aber das kann ich jetzt leider mit Steady nicht mehr machen. Ich hätte da Bock drauf. Ich mache sowas gerne. Ich backe sehr, sehr gerne. Schon immer. Ich koche nicht gerne, aber ich backe gerne. Und das macht mir halt immer so Spaß, gerade wenn man da so früh anfängt und den ganzen Tag so backt. Aber wie gesagt, mit Stella geht das ja sowieso nicht mehr. Das macht sie gar nicht mit die ganze Zeit. Muss ich mal sehen, ob ich mit ihr ein paar Ausstechplätzchen backen werde, dass sie die ein bisschen ausstechen kann und bemalen kann, aber das funktioniert noch nicht ganz so gut. Ich denke, nächstes Jahr wird das schon besser mit Stella. Ja, aber meine Schwiegermutti ist ja auch noch da, die geht bestimmt auch mit Stella ein bisschen spazieren, sodass ich wenigstens mal zwei Sorten an einem Tag backen kann oder so. Mal gucken, ich werde es schon hinbekommen. Ich habe ja genug Zeit, ne? So ist es ja nicht. Ich kann ja auch jeden Tag ein was backen. Aber ich mag es halt immer nicht, wenn man das einmal alles sauber gemacht hat, das dann wieder einzusauen und wieder sauber zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das halt gerne hintereinander weg erledigt. Naja, mal sehen. Es wird sich die nächsten Tage ergeben. Ich werde euch da mitnehmen, wenn ich backe. Und dann gucken mal, wie weit ich komme oder was ich für Motivation habe oder wie auch immer. Ich bin halt nach wie vor sehr nachtaktiv. Ist halt einfach so. Es ist durch die jahrelange Nachtarbeit, auch heute noch. Ich meine, habe ich euch ja schon mal erzählt, ich bin schon seit Jahren nicht mehr nachts arbeiten gewesen. Seit 2016, glaube ich, habe ich das letzte Mal nachts gearbeitet. Bis dahin habe ich nachts gearbeitet. Mitte 2016. Und seitdem arbeite ich nicht mehr nachts. Aber nach wie vor, abends, so gegen 10, 11, 12, könnte ich Bäume ausreißen.
Nach wie vor. Es ändert sich wahrscheinlich nicht mehr. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein bisschen Tisch decken, bis meine Mama kommt. Und dann werden wir mal sehen, was ich nachher noch so mache. So, ihr Lieben, heute ist schon wieder der nächste Tag. Ich hatte gestern zwar das Video angefangen, aber es ist nichts Aufregendes bei uns passiert. Von daher habe ich das nicht weitergemacht. Ich muss mal kurz den Fernseher leiser machen hier. Wir gucken nämlich gerade hier Weihnachtsmann und Co. KG. Das kommt ja jetzt wieder und das ist irgendwie niedlich gemacht, finde ich immer. Deswegen gucke ich das mit Stella sehr gerne. Und nebenbei hören wir übrigens unseren neuen Toni. Da hat meine Mama noch ergattert, den Weihnachtstoni hier, die Weihnachtsbäckerei. Der war überall ausverkauft oder ist überall ausverkauft. Und meine Mama konnte ihn in einem kleinen Spielzeugladen noch ergattern. Und jetzt hören wir den gerade nebenbei noch. Und ja, es wird schon wieder dunkel draußen. Und ich habe gerade eine ganz große Lieferung bekommen. Da ein riesengroßes Paket mit Weihnachtsgeschenken für Stella. Die will schon die ganze Zeit... Es ist aber wirklich dunkel hier. Die will schon die ganze Zeit das Paket auspacken. Ich sage aber, das muss die Mama an den Weihnachtsmann weiterschicken. Und da sind halt auch noch Kleinigkeiten drin. Ich will heute Abend noch der Stella ihren Adventskalender befüllen. Da werde ich euch noch ein bisschen mitnehmen. Werde ich aber heute Abend machen, wenn Stella schläft. Weil jetzt wird das sowieso nicht, dann sieht sie das ja alles schon. Genau, das machen wir nachher noch. Ansonsten ist bei uns gerade absolut langweilig. Es ist passiert nichts. Heute ist schon Samstag, morgen ist der erste Advent. Und... ja, ab Dienstag ist ja dann der 1. Dezember und dann kann Stella ihre Adventskalender mal aufmachen. Ja, und den wollte ich auf jeden Fall heute noch vorbereiten. Dann nehme ich euch mit und ich zeige euch auch mal, was ich sonst noch gekauft habe für Stella. So, 19 Uhr, die Stella schläft. Toll, ganz tolle Uhrzeit. Aber die war so kaputt heute und so müde. Ihr beachtet mal bitte nicht das Chaos bei mir hier im Hintergrund. Ich sitze nämlich bei Stella im Kinderzimmer und ich habe euch doch erzählt, dass ich aktuell so Klamottenpakete packe, um die zu verkaufen bei wo auch immer, bei unterschiedlichen Plattformen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, muss wieder Werbung markieren. Aber muss ich sowieso, weil ich euch jetzt mal das Paket zeige. Ich muss es gerade mal aufschneiden. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil Stella ja auch wach war die ganze Zeit und die soll ja noch nicht sehen, was es da Schönes gibt. Ich stelle euch mal so ein bisschen weiter weg hier. Ein riesen Karton. Oh, süß. Womit fangen wir denn an? Also das sind jetzt schon für Stella Weihnachtsgeschenke. Ein bisschen was, was ich mit in ihren Adventskalender packen will. Und ja, Nikolausgeschenke, genau. Sehe ich hier gleich das erste. Das habe ich hauptsächlich gekauft. Schaut mal. Das ist so ein Tierarzt-Set. Und da ist so eine Katzenbox dazu. Sieht man das? Ich will es jetzt nicht aufmachen, weil... Stella das ja erst bekommt. Ist das nicht süß? Das ist ja süß. Da ist so eine kleine Plüschkatze mit drin und so ganz viel so zum Tierarzt spielen. Und Stella spielt das so gerne mit den Katzen. Die macht ja alles mit den Katzen. Die bekommen Essen von ihrer Küche. Die bekommen alles Mögliche und von daher finde ich das eine total coole Sache. Habe ich durch Zufall entdeckt. Ich habe so ein bisschen bei MyToys durchgestöbert, was es alles so Schönes gibt und das fand ich cool. Das wollte ich ja eigentlich zum Nikolaus hinstellen. Mal sehen. Das wäre das eine. Dann habe ich... Ach, das ist hier so ein Badewannenspielzeug. Stella badet doch immer stundenlang, habe ich euch ja auch schon erzählt. Und das ist so eine Blume. Ich stelle es mal scharf. So eine Blume, wo man hier oben Wasser reinkippen kann. Ja, hier oben. Und dann dreht sich das alles. Wir haben ja schon viel Badewannenspielzeug, aber es wird für sie langsam uninteressant. Deswegen habe ich mal wieder was Neues. Und die liebt das ja mit so einer kleinen Gießkanne wieder dazu. Liebt sie. So, dann habe ich, das wollte ich in den Adventskalender irgendwo mit reinstecken, so ein kleines Telefon für Stella. Ich weiß gar nicht. Hört man das? Man kann da auf jeden Fall drauf rumdrücken, weil die Stella telefoniert zurzeit so gerne. Sie nimmt aber mal ihre Hand und telefoniert. Und dann sagt sie immer, hallo Opi oder hallo Omi. Und so, ne, und es ist immer so süß. Und dann nimmt sie mal mein Telefon oder das von Papa oder wie auch immer. Deswegen dachte ich, irgend so ein kleines Spielzeugtelefon wollte ich gerne. Und deswegen habe ich so eins genommen, was aussieht wie unsere iPhone, was weiß ich, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gedacht, nehme ich das, damit mit sie da was Ähnliches hat. Dann habe ich hier noch, ist auch noch so ein kleines, was von Lego Duplo, also das ist, glaube ich, die billig Variante von Lego Duplo. Aber bei Lego Duplo gibt es irgendwie zurzeit nicht sonderlich viel Auswahl, was wir noch nicht haben. Deswegen habe ich das hier noch bestellt.
Sieht man das? Ja, das ist so von Hello Kitty, hier so eine Pferd und so. Naja, für Lego halt. Dann habe ich hier das nächste Lego-Duplo. Wir brauchen nämlich unbedingt Menschen. Wir haben ganz viel Lego-Duplo zum Spielen, aber wir haben keine Menschen. Also immer wenn wir, und dann wollte ich mal Fenster und sowas, damit wir mal ein Haus bauen können, aber da kommt gleich noch was. Und weil wir halt Menschen brauchen, habe ich das hier mitbestellt. Ich überlege, vielleicht mache ich das auch noch mit auf und packe davon ein bisschen was mit in den Adventskalender. Jeden Tag ein paar Steine und so eine Figur, da freut sich Stella schon. Dann habe ich hier noch einen Tutut-Baby-Flitzer. Na? So ein. Und da müsste eigentlich auch irgendwo noch einer sein. Ich habe nämlich zwei. Ja, hier ist noch einer. Eine Feuerwehr. Weil die Stella hat einen Tutut-Baby-Flitzer schon und damit spielt sie so gerne. Und deswegen habe ich auch das nächste große. Ich weiß nicht, ob ich das hier ein Bild kriege. Das hier noch gekauft. Das ist so ein Shopping-Center. So ein Shopping-Center, wo man mit allen Tutut-Baby-Flitzern drin rumfahren kann. Fand ich ganz cool. Und dann, ach, das ist ein Haufen Zeug, aber ich muss auch sagen, ich teile das auf. Also das schenken wir nicht alles, Stella. Da bekommt noch jeder, der noch was haben will, was ab davon. Und ne, nicht, dass ihr denkt, ich überhäufe Stella nicht mit den Geschenken von uns. Dann muss ich auspacken. Da muss ich sagen, ich hoffe, dass Stella das cool findet. Ich finde das cool. Ich habe das in der Werbung gesehen, diese Crybabies. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von euren Kindern schon mal in der Werbung gesehen habt. Die können richtig weinen. Und die sind so süß. Ich finde die so süß. Und dann habe ich die hier genommen mit den Ohren. Oh, ich finde die so niedlich. Und dann können die irgendwie weinen. Irgendwie kommen da richtige Tränen raus. Muss man dann ausprobieren. Aber ich finde sie mega süß. Oh Gott, ist die süß. Ich hoffe, Stella findet sie auch süß. Aber die liebt eigentlich Puppen, von daher. Ja, und dann haben wir noch zu guter Letzt. Oh, das Größte. Ein Peppa Woods Haus von Lego. Also das ist auch diese Billig-Variante. Billig, in Anführungsstrichen, weil billig war es nicht. Aber ich fand das cool, weil Stella liebt ja Peppa Woods. Welches kleine Kind liebt kein Peppa Woods? Stellst du das mal scharf? Ja, so sieht das aus. Ja. Also ich denke, es sind ein paar coole Sachen dabei. Mal gucken, ob Sally das auch alles cool findet. Jetzt hole ich mir mal meine Adventskalender-Tütchen, die ich im letzten Video gebastelt habe. Und ich habe noch ein bisschen so Süßkram von Kinder, so eine Tüte mit so kleinen Sachen drin bestellt. Die sind schon da. Beziehungsweise hat mein Mann vorhin gerade bei Rewe unseren Einkauf abgeholt, da hatte ich das bestellt. Und so kleine Haribo-Tütchen oder Lachgummi oder was auch immer das ist. Und da werde ich jetzt den Adventskalender gleich noch zusammenpacken. Und dann überlege ich, wo ich das ganze Zeug jetzt hinräume, damit Stella das nicht in die Finger bekommt. Muss ja auch gleich noch einen Platz dafür suchen. Jetzt habe ich euch nochmal umgestellt. Oh Leute, mein Hintergrund ist grandios, oder? Hier hängen noch die ganzen Decken. Ich habe Stella ihre ganzen Decken gewaschen, weil Stella so ein kleiner Deckenfetischist. Ich brauche immer irgendeine Decke, die sie mit rumzerrt oder irgendwie damit rummehren kann. Na, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gerade mal noch ein bisschen Zeug geholt und meine Weihnachtstüten, die ich gebastelt habe, also die Adventskalendertütchen. Und die werde ich jetzt mal befüllen. Ich habe hier so ein von Kinder so ein Weihnachtsmix gekauft und so Lachgummi-Mini-Tüten. Und dann habe ich noch hier so kleine Weihnachtsteddybärchen, sind das, oder? Und mehr mache ich auch nicht rein. Also ich werde jeden Tag nur vielleicht ein Tütchen Gummibärchen reinmachen und so ein kleines Stückchen Schoki, weil die Stella ja so ein kleiner Naschibert ist. Die will ja immer nur Süßigkeiten essen, wisst ihr ja. Habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt. Und von daher werde ich nicht so viel Süßkram reinpacken, sondern halt lieber irgendwie so ein kleines Auto oder wie auch immer. Ich gucke jetzt mal, was ich da so reinmache. Ich will jetzt mal sehen, ob ich das überhaupt in die Beute reingepackt bekomme. Die sind relativ groß, aber ich glaube, also das Auto passt rein, aber ich glaube, ich muss es auspacken. Ich glaube, so kriege ich es nicht rein. Oder? Nee, muss ich auspacken. Aber es ist auch egal, ob ich die auspacke oder nicht auspacke, weil der Stella ist es wurscht, ob das ausgepackt ist. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, Mensch, Leute, ich habe doch noch mehr. Ich habe doch noch Tonis gekauft, die ich da reinpacken wollte. Ach, meine Herren. Hier ist doch noch die zwei Tonis, die Peppa-Toni, der Peppa-Toni. Und, warte, jetzt muss ich meine Wäsche wieder, oh Gott, ganz furchtbar, so nah. So eine Nahaufnahme sieht schon ganz schön furchtbar aus. Ja, und dann habe ich ja hier noch
einmal diesen Hundetoni. Da haben wir nämlich schon Teil 1 und das ist Teil 2. Und hier noch die Pepper. Na? Na? Fokus jetzt nicht, wie auch immer. Und hier habe ich noch diesen Lego Duplo Backer. Wollte ich doch alles noch irgendwo mit reinstopfen. Also die kriegt jetzt auch nicht jeden Tag so ein riesen Geschenk rein. Ne? Nicht, dass er denkt, die kriegt jetzt jeden Tag so ein Geschenk. Ich mache da in einem Türchen mache ich den Bagger rein, in einem Türchen mache ich das Männchen rein mit, keine Ahnung, so ein paar Steinen. Also die soll nicht jetzt jeden Tag hier ein großes Geschenk kriegen, um Gottes Willen. Einfach nur so Kleinigkeiten. Ich werde mal ein bisschen was vorbereiten und dann zeige ich euch nachher nochmal meinen fertigen Kalender. Und ich bin hier gerade mega wichtig, wie ich das so mitbekomme. Kurzes Update. Oh, ich bin heute super wichtig. Tut mir leid, es gibt so ein paar Sachen zu klären. Schaut mal, so sieht es jetzt aktuell bei mir aus. Ich habe jetzt gerade mal dieses Set ausgepackt, habe die Blümchen hier überall draufgeklebt. Das musste man nämlich noch machen. Und da habe ich mir mich überlegt, gerade aus dem Set, guckt mal, da kann ich schon, naja, ich würde die zwei Dinger in einen Beutel packen, das in einen, die zwei in einen und da habe ich schon einige Beutel gefüllt. So meinte ich das vorhin, dass ich nur Kleinigkeiten reinmache, dann ist noch hier sowas Süßes drin. Hier in der 1 habe ich jetzt dieses Spieltelefon reingetan. In der 2 ist nur was Süßes drin, das ist jetzt die 3, hier werde ich jetzt wie gesagt sowas irgendwie reintun. Ich werde in jedem zweiten Beutel irgendwas, eine Kleinigkeit reinpacken und ansonsten was Süßes. Und am 24. und am 6., also zum Nikolaus und zu Weihnachten, habe ich einen Toni reingetan. Oh, seid ihr schief? Oder ich bin schief, wie auch immer. Ich finde das eigentlich ganz okay. Die zwei Autos wollte ich gerne noch irgendwo mit unterbringen, weil sie ja zu Weihnachten dann dieses Einkaufscenter da bekommt, von wo diese Autos dazugehören. Aber das mache ich kurz vor Weihnachten mit rein. Ja, und so werde ich das jetzt umsetzen. Und dann hat sie Kleinigkeiten drin und ich habe dann einen schönen Kalender für sie, was, ich sag jetzt mal, einzigartig ist, nicht irgend so ein Fertigkalender. Ich hatte auch erst geguckt nach einem schönen Kalender, aber gerade diese von den Tutu-Babyflitzern hier, die kennt ihr bestimmt alle, die Kinder haben. Dieser Adventskalender, da ist irgendwie nur Mist drin. Ein Stoppschild und eine, keine Ahnung, Leitplanke und so. Irgendwie nur so ein Zeug, wo ich weiß, das macht Stella auf und die kann damit gar nichts anfangen. Von daher habe ich jetzt erstmal Schluck auf. Ich habe eine Gummibärchentüte gegessen. Schande auf mein Haupt. Eine habe ich gegessen. ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt fertig machen und dann bin ich durch für heute. Ich bin nämlich auch schon ganz schön müde. Es ist jetzt auch schon wieder kurz vor 9 oder kurz vor 10? Nee, kurz vor 9. Ich dachte jetzt schon, ist es schon wieder um 10. Oh Gott. Naja, aber jetzt bin ich wieder aktiv. Ne? Das ist wieder meine Zeit, wo ich einfach aktiv werde. naja, gut, ich mache es mal fertig und dann sage ich noch ein paar abschließende Worte. So, fertig. Guckt mal, ich habe jetzt alles hier in diese Kiste reingeschmissen. Und die werde ich aber erst am 1. früh hinstellen oder am 30. abends. Weil jetzt macht das noch keinen Sinn, weil ich weiß, dass Stella da reingucken will. Und ihre ganzen Weihnachtsgeschenke habe ich jetzt hier oben hinter den Kisten versteckt. Ich denke, das dürfte sie nicht sehen. Und entschuldigt bitte, wie es hier aussieht. Ich bin bald fertig mit den Klamotten. Es ist wirklich kistenweise mit Klamotten. Aber es sind schon alle sortiert, fotografiert und eingestellt. Die ersten sind auch schon verkauft, die werden nächste Woche abgeholt. Dann wird es hier wieder ein bisschen lichter und es sieht wieder besser aus. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Und für die, die noch kein Abonnent sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn auch ihr ein Abonnent von unserem Kanal werdet. Ist natürlich kostenlos. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, uschi.time, blende ich mir immer hier unten ein. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, das wird ein Backvideo. Mein Mann hat heute einen Einkauf abgeholt. Leider haben sie das Wichtigste gestrichen, und zwar gemahlene Mandeln. Die brauche ich unbedingt zum Backen. Und mein Mann war auch schon noch in einer anderen Rewe gewesen und da gab es auch keine mehr. Ich hoffe, die bekommen wir Anfang der Woche noch irgendwo her. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir sie irgendwo noch bekommen. Und dann können wir im nächsten Video ein bisschen backen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.